Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Donnerstag, den 28. November. Mein Name ist Benjamin Kantak. Die Europäische Union arbeitet an einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland. Im Fokus stehen die sogenannte russische Schattenflotte, die bestehende Ölsanktionen umgeht, und chinesische Firmen, die Drohnen für Russland produzieren. Die Maßnahmen sollen bis zum Jahresende beschlossen werden. Tausende Libanesen kehren nach Hause zurück nach dem Inkrafttreten eines Waffenstillstands. Der Waffenstillstand hat keine direkten Auswirkungen auf Israels Krieg im Gazastreifen. Doch US-Präsident Joe Biden kündigte an, dass die USA erneut versuchen werden, die Feindseligkeiten in der Region zu beenden. Die pakistanische Partei Tehrik-e-Insaf hat angekündigt, ihren Protest vorübergehend auszusetzen. Dieser hatte bislang 6 Todesopfer gefordert, darunter 4 paramilitärische Soldaten und 2 Demonstranten. Kinder unter 16 Jahren sollen künftig per Gesetz von sozialen Medien ausgeschlossen werden. Das entsprechende Gesetz wird heute voraussichtlich mit parteiübergreifender Unterstützung vom australischen Parlament verabschiedet. Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok wären dann für jüngere Nutzer tabu. Australien wäre das erste Land weltweit mit einem solchen Verbot. Das Anwaltsteam des Polizisten Zachary Rolfe erklärte vor einer gerichtlichen Untersuchung, dass Vorwürfe von angeblichem Rassismus innerhalb der Polizei im Northern Territory für das Verfahren irrelevant seien. Zachary Rolfe hatte den indigenen Teenager Kumanjaji Walker bei einem missglückten Festnahmeversuch in Yuandinumu aus nächster Nähe erschossen. Umstrittene Gesetze zur Jugendkriminalität stehen ganz oben auf der Agenda, während die Regierung in Queensland ihre Wahlversprechen umsetzen will. Das Thema Adult Time, Adult Crime wird heute in das Staatsparlament eingebracht. Eine Marathonsitzung wird erwartet. Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch begrüßen die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, einen Haftbefehl gegen Myanmars Militärchef auszustellen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.